Hallo meine Lieben, hier sind meine beiden Eimer mit Kartoffeln. Die sind schon bis nach oben hoch durchgewachsen. Ich habe jetzt heute die letzte Schicht Erde drauf gemacht und jetzt heißt es abwarten. Ja, das muss ich mal cleanen. Irgendwann habe ich bis jetzt keine Lust und Zeit gehabt. So, hier ist mein Arugula. Ich weiß nicht, was es auf Deutsch ist. Mein Basilikum, mein Mint und meine Petersilie. Ja, genau. Dann haben wir hier Green Griller. Das sind eine Art Zucchini. Die sind riesig geworden. Wahnsinn. Das war eine kleine Pflanze aus dem Laden. Dann haben wir hier meine ganzen Tomatenpflanzen. Wir haben hier die Red Beef Steak. Die sieht noch ein bisschen traurig aus. Dann haben wir die Yellow Pear, die kleinen gelben. Ganz cool, ganz fresh. So, dann dieses Riesending. Ich bin so stolz auf dieses Teil. Das ist am besten gewachsen. Hat schon kleine grüne Tomaten dran. Und ja, er heißt Candyland. Und ich habe so Bock, die zu essen. Oh mein Gott. Und dann haben wir noch Husky Cherry Red. Kleine andere rote Tomaten. Ja, die wächst auch langsam. Außerdem habe ich hier, wo ist das Schild? Das sind die Bedderbush roten dicken Tomaten mit einem mega Stamm, aber so in der Höhe tut sich noch nicht viel. Und hier, man erkennt an den Blättern, wer sich auskennt, das ist eine Red Bell, also eine rote Paprikapflanze. Muss heute Nacht passiert sein, Löcher im Blatt, voll traurig. Bin echt traurig. So, dann habe ich hier meine drei länglichen Beete. Und zwar haben wir hier Salat. Verschiedene Sorten immer, ne? Hier auch Salat. Dann habe ich hier Radieschen. Das hier ist Summer Squash. Das ist eine andere Art Zucchini. Mal gucken, ob ich die umtopfen muss oder ob das da drinnen passiert. Weiß ich jetzt noch nicht so genau. Dann habe ich hier nochmal verschiedene Salatarten. Und das ist so eine Salatmischung. So, Erdbeeren. Der Aster ist Blaubeere. Was das Grüne ist, weiß ich nicht. Und nochmal ein paar andere Erdbeeren. Hier ist wieder was Neues gekommen. Tada! Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Aber okay, wir warten ab. So. Dann, ach ja, hier heute jetzt gerade eben fertiggestellt. Endlich meine Cucumber, meine Gurke. Die braucht wohl was, wo sie sich durchhängen kann mit ihren süßen kleinen Fühlern. So habe ich das gegoogelt und verschiedene Sachen mir angeguckt und gedacht, okay, der Topf ist groß genug. Und das ist nämlich der größte, den ich bisher habe. Und den Maschendrahtzaun, den habe ich vom Nachbarn, der braucht es nicht mehr, also perfekt. Genau, jetzt nur noch abwarten, was sich so ergibt in den nächsten Tagen und Wochen. Ich bin echt gespannt. Da draußen haben wir noch ein paar asiatische Bäume, so eine Art Litchi ist das. Und das ist, ich glaube, Limoncello oder so heißt es. Genau, und da habe ich heute noch ein paar Sachen gemacht, die habe ich nur außerhalb der Sonne gestellt. Die habe ich nochmal gedüngt, Bell Pepper Mix. Und hier habe ich Spinat heute reingesetzt. Dill, Chives, also Schnittlauch, Cilantro und Basilikum, griechischer Basilikum, der soll leichter zu ziehen sein. Und ja, das sind meine Baby Beets, meine Pflanze. Ich hoffe, die geht. Die hat sich bisher noch nicht verändert in den 2 Wochen. Und ich habe es halt nicht geschafft, bis heute die umzutopfen. Aber die sieht auch nicht tot aus, also keine Ahnung. Mal abwarten. Ja, so. Mehr habe ich nicht. Ich denke, das reicht. Ach, Schmarrn, ich habe vorne noch was. Moment. Hier vorne habe ich ja auch noch was, Mensch. Hätte ich ja fast vergessen. Okay. Also. Sieht irgendwie komisch aus. Irgendwie, das Grüne sollen Karotten sein. Ich weiß nicht, ob das Karotten sind oder ob das Unkraut ist. Wir werden sehen. Das hier sind meine Sonnenblumen. Ich habe 3 verschiedene Arten, also optisch
gibt's ja hunderttausende gefühlt, habe ich 3 verschiedene gepflanzt. Immer schön abwechseln, damit es ein buntes Bild ergibt. Mal gucken, ob ich das dann auch noch so toll finde, wenn die dann gewachsen sind. Und hier, Leute, ich bin ja so stolz, dass da ist meine Wassermelonenpflanze. Ist das cool? Ja. Hier habe ich 2 rein und da habe ich 2 Samen rein. Aber irgendwie, naja, mal abwarten. Wann habe ich denn das gemacht? Habe ich das draufgeschrieben? Am 30. vor 4, 5 Tagen? Cool. So, meine Aloe Vera. Der Gustav hat sich ja den Hintern verbrannt. Also die hat schon gut was gebracht dieses Jahr. Und dann haben wir hier ein Garlic. Knoblauch eingepflanzt. Mal gucken. Das dauert bis zu, ich glaube, ungefähr 7 Monate. Und dann soll man da quasi ganz viel Garlic ernten. Und das reicht dann ein halbes Jahr, denke ich mal. Und hier, Leute, ich bin ja stolz auf meine kleinen Blümchen hier. Meine kleinen Pflänzchen. Brokkoli. Ist das cool? Ich bin echt gespannt, ob das geht hier in dem Ding. Ich bin echt gespannt. Ihr bestimmt auch. So, aber das war es dann tatsächlich mit meinem kleinen Gärtchen.